Die Clubvorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, ist die Nächste. Ja, danke, Herr Präsident, sehr geehrte Bundesregierung, liebe Frau Staatssekretärin. Kunst und Kultur, ein wirklich abrupter Themenwechsel im Vergleich zu den letzten Stunden und vor allem Tagen, aber vielleicht auch nicht. Weil die Frage ist, warum stehen wir heute eigentlich hier und diskutieren oder sagen wir, haben die Vorstellung einer neuen Kunst- und Kulturstaatssekretärin. Wir stehen hier, weil schon innerhalb von 6 Monaten die erste Regierungsumbildung notwendig wurde. Das ist nicht erfreulich, würde ich mal sagen. Und zweitens, weil die letzte Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek und an dieser Stelle auch von unserer Seite unser Dank an Sie, weil die letzte Staatssekretärin die Verantwortung dafür übernehmen musste, dass die Bundesregierung offenbar einen gesamten Bereich unserer Gesellschaft vergessen hat. Weil es war die Kunst und Kultur, die die ersten Institutionen waren, die Theater, die Kabarets, die Kinos, die Vorlesungssäle, die ersten, die im Rahmen des Shutdowns schließen mussten, und es sind die letzten, die jetzt sehr zögerlich und langsam zu arbeiten beginnen dürfen. Ja, die Kulturschaffenden und alle Menschen, die hinter den Künstlerinnen und Künstlern stehen, das sind die Portiere, das sind die Kartenverkäufer, das sind die Garderobierinnen und Garderobiere, all jene wurden jetzt wochenlang ignoriert. Es war ein monatelanger Stillstand in diesem Bereich und wenn man nicht noch weitergehen will, eine Planlosigkeit. Und das Ergebnis sind tausende bedrohende Existenzen bei den Künstlerinnen und Künstlern. Und die versprochenen Hilfen in diesem Bereich sind zu wenig. Sie kommen zu spät an. Sie sind in ganz vielen Fällen noch ungeeignet für den Alltag und die Realitäten vieler Künstlerinnen und Künstler. Sie sind zu bürokratisch oder sie kommen gar nicht an. Ja, wenn man nach Luxemburg schaut, nach Deutschland, in die Schweiz, dann schaut die Corona-Welt der dortigen Künstlerinnen und Künstler etwas anders aus. Dort gibt es zum Beispiel 100%ige Entschädigungszahlungen für die Kulturschaffenden, für die Dauer des Shutdowns im Kulturbereich, für die Institutionen und die Künstler. Ja, das kommt mir irgendwie alles bekannt vor, was wir jetzt und heute zu Kunst und Kultur diskutieren. Wir kennen es aus ganz vielen Bereichen, die wir in den letzten Wochen in diesem Haus und in dieser Woche auch diskutieren mussten. Es ist ein türkisgrüner Faden, der sich quasi durch die Corona-Krisenmanagement-Struktur zieht, durch die Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Corona-Folgen. Es fehlt offenbar an Kompetenz, vor allem in wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Es fehlt offenbar an Nullen im Budget, wie wir seit gestern Abend wissen. Es fehlt an einem konkreten Plan, wie Österreich aus dieser schweren sozialen und wirtschaftlichen Krise herauskommt. Ja, und in dieser Situation und zu diesem schwierigen Zeitpunkt startet die neue Kunst- und Kulturstaatssekretärin. Es ist nicht leicht. Und liebe Andrea Mayer, ich kenne Sie und dich als hochkompetente Expertin in der Kulturpolitik. Die Künstlerinnen und Künstler schätzen dich. Ich schätze dein Engagement der vergangenen Jahre und es sind Jahrzehnte, wie wir heute schon gehört haben, deine Erfahrung in diesem Bereich. Ja, Andrea Mayer ist eine gute Wahl, sie ist eine sehr gute Wahl. Aber all ihr Können, all ihre Erfahrung, all diese Expertise wird nicht ausreichen, wenn sie nicht die notwendige Unterstützung, wenn sie nicht den notwendigen Rückhalt seitens des Bundeskanzlers, des zuständigen Kunst- und Kulturministers, ja, und auch seitens des Finanzministers, da ist meine Hoffnung nicht sehr groß, dass sich das ändern wird, bekommt. Ihr Können wird dafür nicht ausreichen, um die Situation der Künstlerinnen und Künstler hier zu ändern. Ja, in den letzten Tagen hat sich hier etwas getan. Gut, dass auf Druck reagiert wurde. Und abschließend, liebe Frau Staatssekretärin, ich freue mich persönlich sehr. Ich rate dir so am Rande, vergiss nie die Nullen zu zählen, wenn du an Verhandlungen gehst. Ich wünsche dir persönlich viel Kraft,
viel Ausdauer, viel Erfolg. Ich wünsche es dir deswegen, weil es um unsere Kulturnation Österreich geht, auf die wir alle stolz sind. Das ist Teil unserer Identität, das wurde gesagt. Aber es ist viel mehr als Unterhaltung. Kultur und Kunst ist niemals reduzierbar auf Unterhaltung. Kunst und Kultur ist der lebensnotwendige Kontrapunkt. Und ich nehme ganz bewusst ein musikalisches Stilmittel hier, der notwendige Kontrapunkt unserer Gesellschaft. Wir brauchen Kunst und Kultur. Vielen Dank. Vorschusslorbeeren für die neue Staatssekretärin, aber auch im Kulturbereich sind die von der Regierung versprochenen Hilfen zu wenig, zu bürokratisch und kommen zu spät an, sagte die SPÖ-Chefin.